Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der SG Dynamo Dresden nach dem Zweitliga-Heimspiel gegen Holstein Kiel. Die Partie endete 0:0. Auf dem Podium begrüße ich nun die beiden Cheftrainer. Zunächst unseren Gast aus Kiel, Marcel Rapp, und von der SGD, wie gewohnt, Guarino Capretti. Dem Gast gehört wie immer das erste Wort. Herr Rapp, ich darf Sie um Ihre Einschätzung zum Spiel bitten. Ja, ich bin sehr glücklich mit dem Punkt. Ich glaube, vor allen Dingen die Art und Weise, wie wir hier aufgetreten sind. Wir haben da weitergemacht im Verteidigen, wie in Hamburg, waren da geschlossen, mit Leidenschaft, waren gut in den Zweikämpfen, waren fußballerisch aber doch stark verbessert im Vergleich zu letzter Woche. Und deswegen bin ich sehr zufrieden mit dem Punkt. Ich glaube, wenn man das Spiel dann sieht, die Chancen, habe ich für Dynamo nach einer Ecke eine Großchance gesehen. Habe bei uns einige Chancen gesehen, auch einige Konter, die man besser ausspielen kann, dann gerade hinten raus. Und deswegen glaube ich, bin ich zufrieden mit dem Punkt. Halten Dynamo ein bisschen auf Distanz. Und ist noch nicht alles zu Ende, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Vielen Dank. Herr Rapp, dann vielen Dank für Ihre Einschätzung. Rino, dein Statement zum Spiel, bitte. Okay, hallo zusammen. Um das Positive vorwegzunehmen, wir haben mal zu Null gespielt. Das haben wir schon, ist uns auch schon lange nicht mehr gelungen. Und das Zweite ist, wir hatten eine Mannschaft auf dem Platz, die mit Herz gespielt hat, die eine gewisse Leidenschaft hatte, die ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat als noch in Sandhausen. Das war mir ganz, ganz wichtig. So sind wir in das Spiel reingegangen. Es war ein umkämpftes Spiel. Es ging dann auch darum, schnell das Mittelfeld zu überbrücken. Und da hätte ich mir gewünscht, dass wir mehr 50-50-Bälle einfach gewonnen hätten. Und dann auch, wenn wir dann mal den Ball in der gegnerischen Hälfte hatten, dass wir es dann einfach sauberer und effizienter ausspielen. Also, war ein umkämpftes Spiel. Ich werde niemanden oder ich kann keinen Spieler einen Vorwurf machen. Es ist ein bisschen schade, dass wir vielleicht nicht am Ende nochmal in so einer gewissen Druckphase so einen Punch setzen konnten. Aber letzten Endes kann man auf diese leidenschaftliche Leistung einfach aufbauen. Trotzdem werden wir inhaltlich die Dinge ganz klar ansprechen. Aber dadurch, dass es ein viel, viel besseres Spiel vom Engagement gegenüber Sandhausen war, bin ich optimistisch, dass wir im nächsten Anlauf dann schaffen können und vielleicht auch schaffen werden. Also, du bist dran. Rino, dann danke für dein Statement. Wir öffnen an der Stelle die Fragerunde. Wir beginnen mit den Fragen hier im Raum. Hinweis an die Kolleginnen und Kollegen im WhatsApp-Chat. Wenn ihr eine Frage habt, dann bitte in die WhatsApp-Gruppe schreiben. Ich schaue immer mal rein. Wer macht den Anfang hier vor Ort in Dresden? Jens Maßlich zunächst, Dresdner Morgenpost, bitte. Warte noch kurz einen Moment, bis das Mikro bei dir ist. Jawohl. Trainer, ja. Sie haben Leidenschaft, Einsatz und Wille Ihrer Mannschaft KCR gelobt. Was macht das dann mit Ihnen, wenn nach dem Schlusspfiff Sie zu den Fans gehen und so ausgepfiffen werden und, wie Tim Knipping verraten hat, auch einige Beleidigungen gekommen sind? Ja, zunächst einmal muss ich sagen, dass nicht alle Fans gepfiffen haben. Ich habe ganz viele Fans gesehen, die geklatscht haben, die die Jungs einfach unterstützt haben. Und natürlich hört man eher die Pfiffe als das Klatschen, das ist mir auch klar. Und dass Fans enttäuscht sind, dass wir nicht gewonnen haben, das ist total nachvollziehbar. Und aber ich finde auch cool, dass meine Jungs sich da auch hinstellen, sich stellen, ja, und den Fans einfach auch zeigen, okay, auch wenn das nicht gelungen ist mit den 3 Punkten, dass sie dankbar sind für die Unterstützung. Und während des Spiels, muss ich auch ganz klar sagen, war die Unterstützung wirklich hervorragend. Ja, also nochmals, ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen. Beleidigungen oder so habe ich jetzt persönlich nicht gehört. Ich habe mit dem Knips auch noch nicht danach gesprochen. Letzten Endes danke ich für die Unterstützung und ich hoffe auf weitere Unterstützung für die nächsten Spiele, denn
letzten Endes, ja, wenn wir in der 90. Minute das Ding vielleicht reingeköpft hätten, dann wären wir gefeiert geworden. Also dann hätte jeder geklatscht. Da sind wir uns auch alle einig. Es ist immer ein schmaler Grat. Deswegen kann ich den Unmut verstehen und wünsche mir auch gleichzeitig, dass wir wieder genau die gleiche Unterstützung bekommen in den nächsten Spielen. Jens, noch weitere Fragen? Dann machen wir bei dir direkt weiter. Genau, Basti Mai war ja heute zumindest im Spiel mit Ball eine zweite Spitze gefühlt. Vielleicht könnten Sie da noch ein paar Worte zu sagen, auch zu seiner Leistung an sich. Und werden wir Basti Mai jetzt häufiger in dieser Position sehen? Ja, wir haben nach dem Spiel gegen Sandhausen einfach, oder ich habe entschieden, dass wir auf der Position einfach mehr Präsenz haben möchten, mehr Wucht. Es ist sicherlich auch ein Stilmittel, Basti Mai zu suchen. Er hat eine hervorragende Präsenz, kann seinen Körper reinstellen, kann die Bälle festmachen, kann Bälle verlängern. Und das hat er gut gemacht. Da hat er uns auch eine gewisse Wucht gegeben. Natürlich hat man Basti Mai dann irgendwann auch angemerkt, dass er irgendwann an die körperlichen Grenzen dann rankommt. Das ist ja sehr logisch. Aber Basti ist ja auch jemand, der immer sein Herz auf dem Platz lässt, immer mit viel Leidenschaft spielt. Und das ist auch genau das, was wir brauchten nach dem Spiel gegen Sandhausen. Also sicherlich war das in Ordnung, muss ich mir nochmal genau angucken. Es war nicht alles top, muss man auch sagen. Gerade wo die Kraft dann irgendwann nachließ, dann wurde man so ein bisschen unsauberer, ungenauer. Das sind alles so Dinge, die wird er in den Griff kriegen, muss er in den Griff kriegen. Und auf die Frage, ob die Konstellation nochmal möglich ist, natürlich ist sie nochmal möglich. Das ist ja klar. Jetzt schütteln wir erstmal dieses Spiel ab, werden das aufarbeiten und dann werden wir uns wie immer auf den nächsten Gegner vorbereiten, fokussieren. Und wenn das eine gute Lösung ist gegen den nächsten Gegner, ja klar, warum nicht? Wir machen weiter bei Bild Dresden. Tim Schlegel, bitte. Reno, jetzt hast du wirklich schon sehr, sehr viel versucht. Die spielerische Komponente gerade am Anfang gegen Bremen, das sah ja richtig gut aus in den folgenden Spielen. Jetzt mal die Variante über den Kampf. Der war eindrucksvoll, da gibt es ja nichts zu sagen, aber die spielerische Komponente, die ist eben ganz schön auf der Strecke geblieben. Das kannst du jetzt ganz gut auch psychologisch einschätzen. Wie viel hängt da in dem Moment an diesen 13 Spielen ohne Sieg und was kann man da als Trainer jetzt überhaupt noch machen? Ich meine, die Jungs, die haben es gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Es muss ja irgendeinen Grund haben, dass es im Moment, warum auch immer, eben so schwer fällt, das auf den Platz zu bringen. Und wie gesagt, wie kann man da jetzt überhaupt noch gegensteuern? Ja, man hat einfach auch in unseren offensiven Aktionen auch immer so ein Stück weit gemerkt, dass wir nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen. Ja, das sieht man einfach. Ja, die Abschlüsse, diese 50-50-Dinger, unsauber, zu hektisch vielleicht auch, nicht mit diesem Selbstverständnis. Ist ja auch irgendwo klar. Die Jungs, die wollen irgendwie alles richtig machen, verkrampfen dabei vielleicht ein wenig. Was ich machen kann, ist den Jungs einfach ihren Stärken bewusst zu machen, was sie eigentlich können, dass ein Duffy schon so viele Tore geschossen hat, dass ein Basti mit seiner Präsenz, mit seiner Wucht, mit seinem Dynamo-Herz, dass er uns gut tut, dass Ramsey ein Pfeil ist, der ein super 1 gegen 1 hat, einen guten Abschluss, ein Agi, der auch ein gutes 1 gegen 1 hat. Also das sind ja alle Spieler, die haben ja irgendwo ihre Qualitäten. Und klar fällt es uns hier und da in gewissen Situationen einfach schwer, diese dann auf den Punkt genau abzurufen. Viele spielt sich im Kopf ab und meine Aufgabe ist es unter anderem, den Kopf wieder frei zu machen, mit positiven Gedanken zu füllen, dass wir einfach diesen Glauben weiter haben, dass wir es schaffen können, auch mal ein Spiel zu gewinnen. Das ist jetzt so meine Aufgabe und auch gerade in der kommenden Woche. Tim, noch eine Frage offen? Oder dann schauen wir weiter. Gibt es weitere Meldungen? Tino Meyer, Sächsische Zeitung, bitte als nächstes.
Herr Capretti, wie schätzen Sie das 0:0 jetzt mit Blick auf die Tabelle ein? Sandhausen lag gegen St. Pauli lange im Rückstand, macht dann in der Nachspielzeit den Ausgleich. Es bleibt bei 6 Punkten. 4 Spiele sind noch zu spielen. Ja, die Situation hat sich nicht verändert. Ist genauso geblieben wie vorher. Jetzt ist es ein Spiel weniger. Natürlich ist die Konstellation nicht optimal für uns, logisch. Aber auch da wieder geht mein Blick in die Thematik, dass wir einfach auch wieder mal das Gefühl haben wollen, mein Spiel zu gewinnen. Das hat jetzt einfach oberste Priorität. Das ist total wichtig, dass wir eben wieder dieses Selbstvertrauen über diese Ergebnisse gelangen. Ich glaube, dass der ein oder andere auch gemerkt hat, wir können auch in den Kampf ziehen, wir können auch Zweikämpfe gewinnen. Das gibt uns auch, gerade nach dem Spiel gegen Sandhausen, so ein positives Gefühl. Mir auf jeden Fall, einigen Spielern sicherlich auch. Jetzt müssen wir einfach zusehen, dass wir im letzten Drittel noch ein bisschen sauberer werden, diese spielerische Komponente auch noch mit reinpacken, dass wir die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dass wir endlich mal dann ein Tor mehr schießen als der Gegner. Das wird jetzt einfach wichtig sein für die nächste Woche, gerade für die nächste Woche. Und ich bleibe jetzt einfach auch wirklich bei dieser nächsten Woche, bei diesem nächsten Spiel, ohne jetzt groß auf die Tabelle zu gucken oder auf irgendwelche möglichen Szenarien. Sind noch Fragen offen? Digital im Chat ist nichts gekommen, ansonsten würden wir, wenn jetzt keine Wortmeldungen mehr da sind, die Pressekonferenz an dieser Stelle schließen. Unseren Gästen wünschen wir einen guten und sicheren Nachhauseweg nach Kiel. Vielen Dank fürs Einschalten und trotz allem noch ein angenehmes Wochenende. Ciao. Tschüss.